So, geil Leute, abgegrüßt, eurem Starchi am Start. Und zwar sind wir jetzt hier einfach mal auf einer übelst geilen Location gelandet. Ihr seht jetzt mehr alles. Also es gibt hier unendliches, wahnsinnig weite Mittelmeer, seht ihr jetzt hier. Und im Hintergrund ein Kletterspot, da zählt er, glaube ich, auch ein Kletterer gerade, der gerade da runterkommt. Ja, mit einfachen Ruten, auch geil, auf jeden Fall. Also jede Menge geile Spots. Extrem geil. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Sagt doch mal jetzt noch nicht so viel dazu. Es ist einfach geil. Vor zwei Tagen konnten wir uns noch nicht vorstellen, irgendwo hier hinzufahren. Wir wollten eigentlich ein bisschen wandern gehen, ein bisschen was Gechilltes machen. Und jetzt sind wir im Endeffekt hier gelandet. War gechillt, dachte ich. Oder halt nur Huhn gechillt. Gechilltet 20 Kilometer bergauf. Ja, das ist gechillt. Beim Gechillten gelandet. Sind beim Gechillten gelandet. Hier gibt es sogar gechillte Ruten. Vier Ruten. Das ist, glaube ich, halbwegs gechillt für mich. Nein, es ist halbwegs für andere gechillt. Nicht für dich. Für mich ist es lebensgefährlich. Aber ey, die Ruten sind eigentlich okay. Also muss man ganz ehrlich sein. Ja, die wären auch was für mich. Gut ausgedrückt. Immer als kleines Kind immer vor die Kamera. Vor der Kamera. Genau. Kamera. Da ist schon wieder einer. Da ist der Kamera. Wo ist der Kameramann? Geil, hier geht's rein. Wir können da überall klettern übrigens. Da sind überall Haken drin. Müssen wir dann mal auskundschaften, ob wir das morgen noch machen. Das ist eine natürliche Slipstelle auf jeden Fall hier. Hier ist weich, hier ist wie Seegras. Nice. Geil, oder? Einfach mal so ans Mittelmeer fahren. Wir gehen hier mit Badelatschen ins Wasser, einfach wegen den Seeigeln. Ja. Hier hat man dann sogar die Möglichkeit, da reinzugehen. Badelatschen sind gar nicht mehr. Geil. Übel geil, Mann. Ja, Bikers. Elektrobiker. Alles Elektrobikes. Orange. Nice Bumper. Seht ihr das? Ah, hier. Da ist ja wenig los. Ist da so wenig los ist auf diesem Ding? Wahnsinn. So, erste Mahlzeit nach 18 Stunden Fasten oder sowas. Wie viele Stunden haben wir jetzt gefastet? 17 Stunden, ne? Wir kochen uns was Schönes hier. Oben, entspannten Parkplatz.
Vorschlag. Wir gehen uns fertig machen. Ja. Wir laufen hier langsam rum bis irgendwo hin und dann bis zur Regel und schauen, wann die Leute sich hier ein bisschen ein. So machen wir das. Ich schätze, das wird auch wie bei uns erst relativ spät losgehen, so 23. Später, ja. Vielleicht hier ein bisschen früher, ja, aber grundsätzlich später. Das ist ja nicht die einzige Bahn. Ich denke, wenn ich das so richtig gesehen habe. Mehrere. Na, ja, kann sein, ja. So reingehen zur Belüftung. Und drei. Und schön macht das. Gut. Sehr gut. Sehr nice. Vor allem mit diesem Schiff im Hintergrund. Das ist mal so geil. Das ist mal so dekadent. Mal gut wahrgenommen. Geiler Katamaran. Auf jeden. Excuse me, what are you doing? Some of the video. Yeah. What are you doing? Yeah. Ja, zu schauen. Wieso dürfen wir hier? Ist es hier von der Gaststätte privat? Da glaube ich, hier ist so ein Restaurant oder? Ja. Privat, ja. Voll schön, richtig geil. Wir haben voll gut gemacht. Ja, ja, haben richtig gut gemacht mit der Beleuchtung. Wollt ihr das Foto machen? Ja, gerne, ja. Gell? Hast du Handy? Also, ich geb dir Handy, ja. Du hast zum Beispiel wenig Körper. Ich hab keins. Ja, Gehör zum Beispiel für Musik, ne? Du kannst ich kann Motor. Genau. So. Ich hab eher Reifengefühl für nichts oder sowas. Ja. Aber Rhythmusgefühl heißt das. Okay, also eigentlich ein Rhythmusgefühl. Nicht unbedingt Körpergefühl, sondern du musst Rhythmus im Blut haben. Du musst den Beat spüren. Aber die Noten und Musik musst du ja haben, damit du die Noten treffst und entsprechend spielen kannst. So ist es. Wie Karibik. Wie Karibik. Ich weiß nicht, was es aufnimmt. Wir müssen mal sehen, ob wir es ein bisschen heller hinkriegen mit der Bearbeitung. Auf jeden Fall geil. Das Feeling. Die tanzen überall.